Moin Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Und falls ihr euch wundert, dass wir mir ein Kabel und eine Kamera vor der Nase hängt, dann liegt es daran, dass ich heute mal ein Video zum Thema Tastaturbelegung bzw. Spielweise in World of Warcraft machen möchte. Ich habe nämlich mitbekommen, dass es immer noch relativ viele Klicker unter euch gibt. Das bedeutet Maus-Only-Spieler, die jeden Zauber in der Leiste mit der Maus anklicken. Völlig in Ordnung, völlig legitim, wenn ihr euch so wohlfühlt, wenn ihr Spaß habt. Allerdings wollte ich euch mal das Tastaturspielen ein bisschen näher bringen, ein bisschen erklären, weil es hat echt einfach nur Vorteile, ne? Wir sind schneller, wir brauchen nicht hingucken, wo wir hinklicken. Wir können uns auf das Geschehen im Dungeon, im Raid, im PvP, whatever konzentrieren und müssen uns nicht mit der Maus abärgern, dass wir unsere Leisten oder Zauber treffen. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch für mich persönlich viel leichter zu koordinieren, jetzt gleichzeitig gucken, bewegen und meine Rotation abzufarmen. Ich weiß aber auch, wenn ihr jetzt jahrelang Maus-Only gespielt sind, dass es sehr schwer wird für euch am Anfang, euch umzustellen. Aber es ist möglich, ihr müsst es in kleinen Steps machen. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt gleich am Anfang so viele Keybindings oder Tastaturbelegungen machen wie ich, sondern sucht euch 5 aus, übt die ein bisschen, spielt damit eine gewisse Zeit und wenn ihr sicher damit seid, dann nehmt ihr die nächsten 2 bis 3 dazu. Und immer so weiter, immer so weiter. Das muss man sich richtig einprägen. Ich zum Beispiel gucke natürlich gar nicht mehr hin auf die Tastatur, was ich mache. Ich kann mich komplett auf mein Spiel konzentrieren und ich weiß ganz genau, was ich drücken muss, damit das und das passiert. So, ich fühle mich auch ein bisschen komisch mit dem Kabel hier, deswegen werde ich den Laberteil jetzt mal ein bisschen kürzer halten. Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar bin ich wieder auf Twitch aktiv mittlerweile. Feste Tage habe ich mir noch nicht ausgedacht, da bin ich jetzt gerade bei. Aber falls ihr Bock habt, Link ist unten in der Beschreibung. Lasst gerne ein Follow da und seid beim nächsten Mal dabei, wenn ich live bin. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier für ein Bild mit meiner Kamera hingelegt haben. Da haben wir die Sicht von oben. Oh, guck mal, mit der Kameraeinstellung könnte ich auch auf Shadowbait streamen oder so. So, also links Keyboard, rechts Maus, mit dem Monitor ist ungefähr zwischen uns, da wo die dicke Wampe im Weg ist. Wir fangen mal mit der Tastatur an. Laufen tun wir ja auf WASD, W ist nach vorne, A nach hinten, S nach hinten, A nach links, D nach rechts, die Drehung. Die Seitenschritte sind auf Q und E. Da will ich gleich zu Anfang mal gesagt, nee, da komme ich später zu. Ich fange jetzt erstmal an mit den Zahlen. Das sind eigentlich so die Hauptbelegungen, die man immer so macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist es ja im Standard-Interface. Aber jetzt mal ehrlich, ich kann meine Finger ganz gut spreizen. Wenn ich den Mittelfinger auf W habe zum Laufen, dann komme ich mit dem Zeigefinger ja, bequem auf 7. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt alle von euch schaffen. Ne? Deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel von den Zahlen habe ich nur 1 bis 6 belegt. Zusätzlich dazu habe ich aber als Kombination auch Shift 1 bis 6. Und wenn man jetzt so mal mit kleinen Finger auf Shift geht und dann auf 6, das ist für eine kleine Frauenhand wahrscheinlich schon ein weiter Weg. Ich könnte auch ungefähr auf 9 gehen, also Shift und 9, aber es ist auch nicht bequem. 8 wäre noch bequem, aber habe ich nicht belegt. Dann habe ich zum Beispiel noch R, F, V, T, G, Z und H belegt. Und dieselben auch nochmal alle mit Shift-Kombination. Weil ich da überall locker rankomme. Das müsst ihr ausprobieren, ob ihr Z und H noch schafft zum Beispiel. Und ansonsten, ihr könnt auch X und Y, wenn ihr damit bequemer seid, das geht auch. Man kann auch hier den Ringfinger auf Y machen, während man mit dem Mittelfinger auf E. Das müsst ihr alles sehen. Das findet euer Körper, sage ich mal, von alleine raus. Das ist auch so, wenn man jetzt zum Beispiel spielt, man läuft jetzt nach vorne und gleichzeitig drückt man auf die 1, dann nimmt man mal den Finger. Mal wechsle ich mit dem Zeigefinger und Zauber so, mal so. Das geht nachher völlig automatisch. Wie gesagt, ihr müsst das Ganze langsam in eurem Tempo trainieren und Stück für Stück in euer Unterbewusstsein reinprügeln. Ne? Soweit so gut. Ich habe damit jetzt ja 6, 12, dann hier nochmal 5, 7, 14... 26 Tastenbelegung, was schon eine Menge ist. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt noch hier diese Naga-Maus, die finde ich sehr angenehm. Die hat hier noch 6 Tasten. Die drücke ich so beim Spielen hier mit dem Daumen.
Und diese Kombi habe ich dann auch nochmal mit Shift. Sind also nochmal 12 Tasten. Wir schauen jetzt mal ins Spiel rein. Ich habe jetzt mal beide Kameras aktiv hier. Hier habe ich jetzt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 Zauber. Und das sind auch alles die, die ich auf dem Keyboard habe. Und unwichtige Sachen habe ich hier nochmal in einer Leiste, so mit Essen und Fläschchen und Buffs und so. Die kann man sich eigentlich sogar noch sparen, aber da ich bin zu faul, das jedes Mal hier aus dem Inventar rauszuklicken. Deswegen habe ich die da. Ja, das war es eigentlich schon zum theoretischen Teil. Ich will euch das nochmal kurz zeigen. Wenn ihr jetzt ein Standard-Addon habt, also Standard-Interface für die Tastatur, dann könnt ihr die hier unter Tastaturbelegung verändern. Bei Aktionsleisten ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind einfach eure Buttons. Und hier sind dann noch mehr, hier sind dann weitere Aktionsleisten, wo ihr die Tastaturbelegung für andere Leisten verändern könnt. Ihr klickt hier einfach dann rauf und sucht euch die Taste aus, die ihr haben wollt und macht das dann halt einfach. So, jetzt will ich nochmal kurz einmal in die Praxis gehen. Ich weiß es nicht. Wie spielt eigentlich ein Klicker? Spielt ihr vielleicht auch hier? Kann man hier auch laufen? Oder spielt ihr sowieso schon hier und habt die Hand in der Nähe, aber wollt es einfach nicht? Weil ich stelle mir das jetzt total schwierig vor, wenn ich jetzt hier so stehe und muss die ganze Zeit meinem Cursor verfolgen, hier eine Leiste rein. Damit ich weiß, welchen Zauber ich drücke. Dann bin ich doch total abgelenkt und weiß gar nicht, was hier an meinem Charakter passiert. Dann ist es doch eigentlich vorprogrammiert, dass man irgendwo drinnen steht, oder? Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen, eure Vorgehensweise in die Kommentare. Da bin ich immer sehr dran interessiert. Aber ich fühle mich ja nicht total wohl, wenn ich hier so rumspringen kann. Habe meine Finger immer hier. Hier laufe ich, kann nebenbei springen. Ich kann jetzt nebenbei auch Shift 4 machen und meine Feuerbrandaura. Ich kann mit der Maus dahin springen. Dann kann ich hier mein Dev-CD ziehen. Den habe ich auch auf der Maus. Shift 2 zum Beispiel. Das geht doch ganz schnell, ne? Wenn ich jetzt laufe, dann eben auf Shift 2 wechseln. Und das Gute ist oder das Beste ist, wenn man das eine gewisse Zeit gemacht hat, dann passiert es einfach automatisch. Das muss einfach nur eine Automatisierung werden in eurem Körper. Oh, jetzt habe ich gegen die Kamera gestoßen. Ich hoffe, ihr gebt dem Thema eine Chance, auch wenn ihr überzeugter Klicker seid. Probiert es mal aus. Seid nicht zu ungeduldig mit euch. Ich mache mal kurz das hier weg. Ich fühle mich hier gerade unwohl mit dem Kabel. Also seid nicht so ungeduldig zu euch. Probiert es aus. Gebt euch selber eine Chance, das auch mal ein bisschen zu üben. Ich kenne das noch früher vom E-Gitarre spielen. Da habe ich immer versucht und versucht, dieses Riff zu spielen. Ich habe es nicht hingekriegt. Dann habe ich weitergeübt und es wurde immer schlimmer, immer schlechter. Dann hat es bei mir immer geholfen, aufhören, eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen ganz oft lief es auf einmal viel, viel besser, weil der Körper über Nacht so eine Prozesse und sowas verinnerlicht oder verarbeitet. Habe ich so das Gefühl, ich bin jetzt kein Neurologen, Professor, whatever, was auch immer. Bei mir war es zum Beispiel so. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann auch mit den Fingern und so noch nicht. Fahrt einen Gang runter, nimmt zwei Tasten weniger, probiert es langsam aus und berichtet mir eure Geschichte, ob ihr euch dadurch verbessert habt, euer Gameplay besser geworden ist oder ob ihr es versucht habt und es gar nicht geklappt hat. Scheißegal, wie es bei euch ist. Ich möchte das gerne wissen und freue mich auf euer Feedback. Leute, ich wünsche euch viel Spaß, haut rein, macht's gut, ciao.